Hallo, nur ganz kurzes Video, ich muss das einfach jetzt rauslassen. Ich arbeite hier an einem Sony Mainboard. Wer sehr viel am Sony Geräte repariert, vielleicht hat davon mehr Ahnung. Aber es ist jetzt die vierte Mainboard von Sony in kurzer Zeit, also in wenigen Wochen, wo ich mit diesem Phänomen sozusagen etwas Probleme habe. Also das Gerät kam ein, weil er gar nichts getan hat. Ich habe das Fehler schnell gefunden, es kriegt keinen Strom mehr, weil hier hinter die Netzbuchse eine Kabel war gebrochen. Dann bekommt schon das Mainboard schön sein 19 Volt. Also das Mainboard bekommt sein 19 Volt hier. Oh, wenn diese Programm. Okay, dieser Multimeter bleibt ganz bestimmt nicht mehr lange hier. Also. Das Mainboard kriegt sein 19 Volt super. Kein Problem. Startet aber nicht. Dann folgt man schön hier weiter. Neunzehn Volt kommt hier rein. Wunderbar. Geht durch. Super. Geht in diese MOSFET rein. 19 Volt. Stabil, super. Und dann kommt raus. Nein. Es kommt nichts mehr raus. So. Also, der Current Resistor kriegt schon hier gerade nichts. Vor dem MOSFET 19 Volt, nach dem MOSFET nichts. Was soll man tun? Woran kann das Fehler liegen? 19, MOSFET kriegt sein Spannung hier 19 Volt wieder. Was soll man tun? Okay, vielleicht dieser MOSFET ist defekt, ja? Ich habe getauscht, passiert nichts. Weiterhin dieses Fehlerbild. Woran liegt dieser Fehler? Ladeelektronik? Nein. Andere MOSFET, Diode, ein Kondensator irgendwo. Nein. Das Fehler liegt an BIOS-Batterie. Wie kann das sein? Diese Sony Mainboards haben ein sehr komplizierter Überspannungsschutz. Und dieser Überspannungsschutz macht so viel Ärger an ganz viele Sony Mainboards. Man kann das nicht glauben. Manchmal reicht ein Reset. Manchmal muss man etwas oder ganz viele Bauteile tauschen. Und hier an diesem Board, dieser Überspannungsschutz wird von der BIOS-Batterie mit Spannung gefüttert. Hier zum Beispiel, hier kommt diese kaum 1 Volt rein. Diese 1 Volt stammt von der BIOS-Batterie, weil diese Batterie hat nur diese etwas unter 1 Volt Spannung statt 3. Ich stecke das Netzteil ein. Hier wieder 19 Volt kommt am Mainboard rein. Ja. Dann zu MOSFET
Ausgang, Current-Resistor, Krieg schon nix. Dann. Ich schließe hier mal eine andere BIOS-Batterie an. Diese BIOS-Batterie hat sein ganz normale 3 Volt Spannung. So. Diese Spannung kommt auch hier an. Und jetzt unser Überspannungsschutz lässt zu, dass dieser Mainboard Strom bekommen darf. Und jetzt, siehe da, am Labornetzteil sieht man, dass das Board Strom bekommt und sogar Selbststart macht. Hier die andere Seite. Wo ist das? Kein LED, aber ist es auch egal jetzt, weil ich das zeigen kann, dass hier schon diese Mainboard sein 19 Volt wunderbar bekommt. Nicht hier, sondern hier. Also MOSFET Eingang 19 Volt. MOSFET Ausgang 19 Volt. Current Resistor, ja. Und das Zeug funktioniert. Jetzt, okay, vielleicht war das nur ein Reset, ein kleiner Fehler. Ich stecke wieder mal die originale Batterie ein. Diese hat nur diese 1 Volt. Ich stecke mal wieder das Netzteil ein. Hier haben wir diese 19 Volt und hier wieder nichts. Ich stecke wieder die gute Batterie an. Und nun startet das Mainboard. Wir haben hier schön unsere 19 Volt. Auch die Lüfter läuft dann. Also das Mainboard völlig funktioniert. Schließe mal den Akku an. Und er fängt dann auch etwas Strom sich zu nehmen. Also, Probleme gelöst, BIOS-Batterie getauscht, aber ehrlich. Was ist das, wenn nicht die höchst begehrte, geplante Obsoleszenz? Tschüss, bis zum nächsten Mal.